Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, war das gestern ein verregneter Tag, vor allen Dingen im Norden und Nordosten des Landes. Endlich hat es mal wieder in vielen Landesteilen richtig geregnet, längere Zeit den flächigen Regen gegeben. Mancherorts war das Ganze, wie aber auch schon im Vorfeld von uns angekündigt, schon relativ schnell durch. Wir wollen uns dazu noch mal eine Radaranimation des gestrigen Donnerstags anschauen. Ihr seht unten die Uhr mitlaufen. Ja, und in der Südwesthälfte, da war der Regen dann morgen schon abgezogen. Da kam dann im Laufe des Tages noch mal ein paar einzelne Schauer oder örtliche Gewitter durch. Ansonsten war es schon trocken, aber in Richtung Norden, da kam das Ganze dann ja erst im Laufe des Vormittags und Mittags an. Da hat sich's gezogen bis in den Nachmittag, bis in den Abend hinein. Hier die flächigen Regenfälle. Erst im Laufe des späten Abends ist das Ganze dann auch im äußersten Nordosten Richtung Ostsee abgezogen. Ja, und entsprechend unterschiedlich waren auch die Regenmengen. Richtig ja, satt abgeräumt hat der Norden und Nordosten des Landes. Im Nordosten gab es ja schon morgens örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen. Und dann kam der eigentliche Regen, sodass es hier doch ja recht verbreitet so für Mengen von 30 bis 50 mm gereicht hat. Wir sehen auch sogar so ein paar Peaks, vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern, wo sogar örtlich über 50 mm zusammengekommen sind. Aber auch ansonsten war es zumindest mal ein Anfang in Sachen Regen. Wir sehen, dass alles, was hier so gelb ist, das sind so Mengen von 10 bis 15 mm. Ja, aber es gab auch so ein paar Regionen, die nicht so viel abgeräumt haben, wo kaum was gefallen ist. Zum einen in der Oberlausitz, aber auch im Süden, also hier so diese blauen Farbgebungen, da sind kaum mehr 2 mm zusammengekommen. Ja, das war jetzt der Blick zurück. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen und wollen uns mal die Entwicklung in den nächsten Tagen oder in den nächsten Tagen mit der Höhenwetterkarte anschauen und eine Animation. Auch hier seht ihr wieder die Uhr mitlaufen. Wir haben es jetzt erstmal mit einem Höhentief erstmal noch westlich von uns zu tun, das sich jetzt im Laufe des Wochenendes über uns hinweg verlagern wird, erstmal unbeständiges Wetter bringt und dann wird dieses zum Sonntag nach Osten abziehen von Frankreich her. Da wölbt sich ein Höhenrücken auf und der wird uns dann zum Wochenende Beginn dann eine deutliche Wetterberuhigung bescheren, aber dann im weiteren Verlauf zur Mitte der nächsten Woche, da gibt es dann schon auch größere Unterschiede und das liegt an zwei Unsicherheitsfaktoren. Zum einen an dem ehemaligen Hurricane Daniel, der sich dann wahrscheinlich zur Mitte der nächsten Woche so vor der Küste Portugals einfinden wird und der stützt diesen Höhenrücken und sorgt für diesen Warmluftvorstoß nochmal von Südwesteuropa. Auf der anderen Seite, was noch sehr unsicher ist, ein Höhentief, ein Höhentrog über Nordeuropa, über Skandinavien und da ist noch nicht sicher, wie stark der ausgeprägt sein wird, ob das Ganze dann eher die Zyklonalität überwiegt, vor allen Dingen in der Nordhälfte und damit unbeständig und kühler das Ganze oder ob der Höhenrücken dominiert oder ob es eventuell sogar, auch das machen manche Wettermodelle, zu einer Luftmassengrenze kommen könnte. Also das alles noch sehr, sehr unsicher. Wir werden auch am Ende des Videos nochmal kurz auf die nächste Woche eingehen. Jetzt wollen wir erstmal auf das Wochenende, auf die nächsten Tage schauen und die sind so im Groben doch recht gut zusammenzufassen, relativ sicher. Wir haben es jetzt nämlich erstmal mit unbeständigem Schauerwetter zu tun und das auch am heutigen Freitag. Ja, und der Tag beginnt schon mit ersten Schauern in vielen Landesteilen. Im Norden und Nordosten, wo sich der Regen ja lange gestern gehalten hat, beginnt es erstmal mit Nebel oder Hochnebel. Ja, und diese Schauer, die werden dann im Laufe des Tages in ihrer Zahl zunehmen, auch in ihrer Intensität. Ab dem Mittag sind dann auch mal örtliche Gewitter mit Platzregen möglich. Insgesamt, umso weiter wir Richtung Westen schauen, umso zahlreicher sind die Wolken heute im Osten und Nordosten, gerade so über dem späten Vormittag, Mittagsstunden. Da gibt es zum Teil noch mal richtig sonniges Wetter, während dann sonst auch hier dann im Laufe des Nachmittags mal einzelne Schauer oder Gewitter ankommen, die aber in ihrer Zahl nicht so häufig sein werden wie in Richtung Westen und auch Südwesten. Nun, die Temperaturen erreichen dann heute, wenn es dann mal trocken ist und auch die Sonne mal dabei ist, meist so Höchstwerte von 19 bis örtlich 24 Grad in einem richtigen Regenguss mit einem Platzregen. Da drückt die Temperatur dann auch durchaus mal runter auf nur noch 15, 14 oder 15 Grad. Schauen wir aufs Wochenende, schauen wir auf den Samstag und den Sonntag und auch am morgigen Samstag wird es unbeständig weitergehen. Insgesamt die Wolken noch etwas zahlreicher, vor allen Dingen in der großen Westhälfte. Da kann es auch durchaus auch mal richtig stark bewölkt sein, auch mal längere Zeit dann richtig die Wolken kompakt sein. Die Sonne wird sich insgesamt schwer tun und auch nur selten mal ihre Lücken finden. Dazu gibt es dann wiederholt Schauer, teilweise auch regnet es auch mal ein bisschen längere Zeit. Insgesamt wieder mehr Sonne in Richtung Osten und Nordosten, wo es vor
vor allen Dingen dann am Vormittag noch wiederum trocken sein wird. Und dann lebt auch hier so ein bisschen die Schauertätigkeit wie allgemein auf. Das ist jetzt so der klassische Tagesgang. Und dann kann es auch im Nordosten mal lokale Schauer und Gewitter geben. Ja, und es wird nach dem großen Hitzesommer dann halt doch einem das Ganze doch schon richtig herbstlich vorkommen. Denn wir haben sowohl heute als auch in den nächsten Tagen auch dann durchaus wieder ein bisschen mehr Wind mal. Also das Ganze jetzt schon so ein herbstlicher Charakter, zumal die Temperaturen dann morgen in großen Landesteilen im Westen und Süden meist nur noch so Werte von 17 bis 19 Grad erreichen. Wenn wir uns überlegen, der ein oder andere hat es vielleicht schon vergessen, ist noch nicht lange her, da hatten wir die 30 Grad, das war aber auch viel zu warm. Jetzt sind wir eher so bei durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen. Im Osten nochmal teilweise mit dem Sonnenschein dann auch bis zu 22 Grad. Blicken wir auf den Sonntag und da wird sich das Ganze insgesamt ein bisschen beruhigen. Wir haben es eingangs gesehen, dieses Tief zieht langsam nach Osten und Nordosten ab und damit ziehen sich auch die Regenfälle in die Südosthälfte zurück. Da wird es auch noch länger unbeständig sein, auch noch mal einzelne Gewitter sind Richtung Alpen möglich. Ansonsten Wetterberuhigung, heißt aber auch in dieser fortgeschrittenen Jahreszeit, in dieser doch recht feuchten Luftmasse erstmal häufig trüb, Nebel, Hochnebel, insgesamt relativ viele Wolken. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung dann auf und gerade so zum Nachmittag kann sich dann auch noch mal gebietsweise die Sonne durchsetzen. Schauer sonst in den meisten Regionen schon relativ selten. Häufig bleibt es auch trocken. Den meisten Sonnenschein gibt es wahrscheinlich zum einen im Südwesten und dann auch oben, hoch oben an der Nordseeküste. Temperaturen sehen wir insgesamt so um die 20 Grad. Kühler bleibt es im Südosten, wo die Schauer ja auch am Nachmittag noch vorherrschen, mit teilweise nur so 16 bis 19 Grad. Dann möchte ich euch nochmal eine kurze Animation zeigen, weil die relativ eindrucksvoll ist, die das Wochenende nochmal so zusammenfassen soll. Recht prägnant, nämlich die Niederschlagsentwicklung jetzt am Wochenende. Sehen wir auch hier wieder die Uhr mitlaufen, wie sich das Ganze erstmal um dieses Tief, was noch westlich, nordwestlich von uns liegt, dreht und dann richtig schön einkreiselt die Schauer mit dem Tagesgang und dann zieht sich das Ganze dann zum Ende des Wochenendes, zum Sonntag dann in den Südosten des Landes zurück. Zum Ende nochmal kurz ein paar Sätze zur Entwicklung in der nächsten Woche. Und da habe ich mal einen XL-Trend, einen Multimodell-Trend jetzt von Münster herausgesucht. Der Montag wahrscheinlich ein sehr freundlicher Tag, nochmal unter dem Höhenrücken. Häufig Sonnenschein, leicht bewölkt und meist trocken. Und wir sehen auch am Beispiel Münster dann schon wieder ein Temperaturanstieg auf doch deutlich über 20 Grad. Und dann, darauf möchte ich hinaus, der Dienstag. Sehr unsicher, aus bekannten Gründen, die ich gerade schon genannt habe, geht die Temperaturspanne sehr weit auseinander. Es gibt Berechnungen, die es herbstlich kühl sehen mit Temperaturen unter 20 Grad. Es gibt aber auch Lösungen oder Wettermodelle, die sogar nochmal richtiges Sommerwetter mit über 20 Grad sehen oder teilweise sogar bis zu über 25 Grad. Das entsprechend noch völlig unsicher. Da müssen wir noch ein paar Tage abwarten, wie sich das genauer entwickelt mit dem Ex-Hurricane bzw. dem Tief über Nordeuropa. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut, trotz herbstlichem Wetter. Bis dahin. Ciao, ciao.